Es ist wieder Caravansalon. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die zwei Mais. Hier hinter mir steht das Objekt der Begierde, eine Weltpremiere. Wie hier überall ja, unschwer zu erkennen ist, steht überall drauf World Premiere, the all new Ford Nugget. Und ja, wir zeigen euch heute ein bisschen was zu dem neuen Ford Nugget in der Variante mit dem Aufstelldach, in der kurzen Ausführung. Das ist das Fahrzeug, was hier heute auf dem Stand bei Ford in der Halle 16 ja, mit drei verschiedenen Fahrzeugen zu sehen ist. Wir haben hier einmal diesen schönen weißen, da drüben steht einer in Grey Matter und der rote Ford Nugget, den ihr aus dem Video kennt, wo der Timo mit dabei war. Und der Timo aus dem Nugget Forum, der ist jetzt gerade hinter der Kamera. Ja, ich bin hinter der Kamera. Genau, und der filmt mich jetzt gerade. Und wir werden euch gleich ein bisschen was zu dem Fahrzeug zeigen, werden mal durchgehen, werden euch alle Klappen aufmachen, alle neuen Fächer zeigen, werden euch zeigen, wie toll einfach die neue Sitzbank zu bedienen ist. Das habe ich schon getestet, das ist wirklich Wahnsinn. Man kann es mit einem Finger ziehen. Das ist super, ne Timo? Ich finde es genial. Genial, ne? Awesome, sozusagen. Awesome, ja. Es gibt ein paar tolle Sachen, es gibt auch ein paar Sachen, die kritisch zu beachten sind, sagen wir mal so ganz vorsichtig. Aber das werden wir uns alles anschauen und in diesem Video kriegt ihr alle ersten Infos und die neuen Eindrücke zum Ford Nugget auf dem neuen Transit Custom, beziehungsweise Tourneo Custom, muss man ja sagen. Timo, guten Tag. Nein. Du warst ja schon auf einem Video zu sehen, ja. Das offizielle Werbevideo von Ford. Ja, ja. Da habt ihr euch den schönen roten Ford Nugget angeguckt. Der steht da drüben auf der anderen Seite, genau. Ist gerade sehr belegt. Der ist umlagert, deswegen sind wir hier beim weißen, der komischerweise jetzt gerade nicht belagert ist. Aber das finden wir ganz gut, weil dann können wir halt ein Video drehen. Korrekt. Obwohl und, so ein paar kommen jetzt gerade. Ja, wir gucken uns mal einmal kurz von außen das Basisfahrzeug an. Genau. Das ist, ja, ist dazu zu sagen, wir sind jetzt auf dem Pressetag hier auf dem Caravansalon. Es ist 11 Uhr und es ist echt viel los gerade irgendwie. Also es sind viel Medienpräsenz, viele, ja, Kamerateams ist hier. Also das habe ich so in den ganzen Jahren noch nie erlebt. Also jetzt, seit wann bin ich? 2010, 2011 auf dem Caravansalon. Das habe ich so in noch der nicht Masse gesehen. Noch nicht gesehen. Das ist echt Wahnsinn, was hier, wie viele Kamerateams hier jetzt die neuen Nuggets filmen. Unglaublich. Genau. Deswegen haben wir gerade so eine Ecke irgendwie für uns gefunden. Genau, der Weiße steht ein bisschen abseits und genau. Ist auf jeden Fall sehr schönes Weiß, sehr strahlend. Das also sieht echt cool aus. Frostweiß und so. Ja, genau. Und wir schauen uns das Fahrzeug mal von außen an. Das ist also der Ford Tourneo Custom. Das ist ja so, dass der neue Ford Nugget, zumindest jetzt in der Variante, wie er jetzt hier steht, ist ja noch ein Prototyp, muss man dazu sagen. Genau. Basiert auf dem Tourneo Custom. Das ist die Pkw-Variante vom Transit Custom, also ein bisschen hochwertiger ausgestattet. Das nicht ganz klar ist, weil Ford offiziell sagt, es ist ein Transit Custom, aber er hat eine Titanium-Ausstattung, ja, was wiederum nur der Tourneo Custom hat. Okay. Also ist es vielleicht ein Transit Custom, der ein bisschen besonders bestellt ist in der Türkei oder so. Also das ist immer noch eine Sache, wo ich nicht genau weiß, ist es wirklich so oder so. Ja, wir haben hier also im Prinzip von vornherein ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug. Wenn man sich die Preisliste anschaut, es gibt viele Dinge, die schon serienmäßig mit drin sind. Wir haben zum Beispiel hier, finde ich super klasse, die 19 Zoll Alufelgen. Die aber nicht Serie sind, ne? Nein, die sind nicht Serie, 17 Zoll Serie, ganz genau. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die Alufelgen, die kosten irgendwie 750 Euro Aufpreis. Ja, ne? Korrekt. Das habe ich auch gesehen in der Preisliste, dass das jetzt geht mit 19 Zoll, das wertet das Auto wirklich auf. Mir ist schon mal so ein bisschen aufgefallen, weil ja innen drin alles ein bisschen anders ist, dass wir zwar hier den Frischwassertank auch in der gleichen Höhe haben wie bisher, das kennen wir ja. Ist ja auch logisch, das Wasser muss nach unten in den Tank fließen, aber dafür ist halt der Stromanschluss ist jetzt weiter hier nach unten in die, ja, Ecke gerutscht. Ne? Guck mal, das ist ein bisschen schwarz. Irgendwie da. Ja, die Heckleuchte ist echt ein geiles Designstück, finde ich. Das ist natürlich deutlich kleiner als die alte. Ich fand das mit den hochgesetzten Heckleuchten tatsächlich bei dem alten sehr, ja, schön. Das fand ich sehr schick. Ne? Ja, das fand ich sehr schick. So ein paar, genau, neuere, die auch noch LED haben, so LED, ja, oder auch ein bisschen mattierte, schwarz folierte. Also, ja, das fand ich eigentlich, fand ich das schicker beim alten. Aber ja, aber die sind ja auch so dunkel gehalten hier. Trotzdem, das sieht toll aus. Gerade bei dem weißen Fahrzeug fällt es natürlich deutlich mehr auf. Ja, wenn man jetzt sich das Rote anschaut, was in dem Video drin ist, dann wirkt das halt total klasse in Kombination. Lass uns einfach noch mal kurz nach vorne gehen. Ja, das machen wir. Denn das Design des neuen Ford Transit Custom bzw. Tourneo Custom von vorne ist wirklich super. Mir gefällt das Auto vom Schnitt her unheimlich gut. Ja. Ich finde die schmalen Leuchten klasse. Leuchten, und wir haben hier vor allen Dingen LED-Leuchten. Das, ja, ist auch ein eine riesen Aufwertung zum alten Bixenon-Licht. Timo, das Aufstelldach ist was, ja, Besonderes diesmal. Oder es hat was Besonderes. Das kann man von hier aus ganz gut sehen.
Nämlich ein riesen Solarpanel. 350 Watt habe ich gehört, ne? 350 Watt. 350 Watt. Und das Besondere ist, man sieht überhaupt keine Kabeldurchführung, ne? Nee, gar nichts. Das ist gar total plan drauf. Du hast ja die Durchführung, das ist wahrscheinlich alles darunter gelöst. Halt direkt bei Westfalia am Werk. Total clean. Ne? Also es ist halt die Frage einfach nur der Langlebigkeit. Ich habe jetzt bei ein paar Amundsen-Leuten gehört, dass vielleicht sich Blasen bilden könnten oder irgendwas okay. oder so. Aber ich glaube, das ist schon eine ziemlich langlebige Sache. Ne? Muss man gucken. Das ist halt noch relativ neu, die Technik. Ja, ja. Aber es ist, ja, also ich meine, wenn man das mal vergleicht mit einem normalen Solarpanel, wenn man sagt, man macht 100 oder 120 Watt da drauf, dann ist das echt tatsächlich wirklich, es sieht nicht nur edler aus, wir haben dreimal so viel Watt Leistung ja. sozusagen und es fügt sich nahtlos in das Design mit ein. Absolut. Also ich finde das schon echt klasse. Korrekt. Aber was mir sehr schön auffällt, ist tatsächlich, dass der Stoff hier noch mal einen vielwertigeren Eindruck macht. Ne? Und hier haben wir die ich sag mal, die kleinen Helferlein eigentlich auch ja, die Falthilfen. Die ja. Falthilfen, genau, die man hier, ja. die hieß richtige Stangen, hier kann man sich fühlen, das sind richtige Stangen, die drin sind, die dafür sorgen, dass man an der Seite das Dach, Faltdach, überhaupt gar nicht mehr bedienen muss. Also ja. man muss gar nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr gucken, ob das an der Seite draußen, jetzt draußen hängt, draußen der Stoff hängt draußen bleibt. Ja, es ist nur noch hinten halt immer noch ein bisschen zu gucken, vielleicht noch ein bisschen rollen. Aber dafür haben wir an der Seite schon mal ja. alles komplett weg. Ne? Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Gucken wir mal, ob wir das irgendwo zusammenpacken können gleich. Eine Weiterentwicklung, glaube ich, von dem Marco ja, Polo genau. Faltdach. Ne? Die Frage ist natürlich dann auch, wie hier eingewoben und die Frage ist natürlich, Windrose. Die Frage ist natürlich, wie dicht das dann ist. Wir hatten ja bei den Nuggets Aufstelldach immer gehört, bisher, dass ab einer gewissen Regenintensität dann doch irgendwo Feuchtigkeit durchkommt durch die Nähte oder auch einfach durch den Stoff durch. Naja, es ist ein neuer Stoff. Diffundiert, sage ich mal. Also, ne? Zum einen wird es, denke ich mal, nicht schlechter geworden sein in der Hoffnung, aber dass es halt besser geworden ist. Ja. Ne? Wir sind bei 2,06 Meter, glaube ich, von der Höhe im zugeklappten Dach. Also manche sagen 2,05 Meter und manche 2,06 Meter. Als ich den Prototyp angeschaut hatte, da war noch die Rede von 2,04 Meter. Ja. Aber dann ist es schon klar, irgendwie die Frage, weil der alte war ja eigentlich auch teilweise, der variierte teilweise zwischen sogar 2,03 Meter oder 4 und 2,08 Meter. Also je nach, das war immer vom Nugget zu Nugget so ein bisschen unterschiedlich. Aber im Prinzip haben wir bei der Höhe gar nicht so viel gewonnen, wie ich eigentlich gehofft hätte. Mhm. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass es unter 2 Meter kommt, das Auto. Und dann halt besser tiefgaragentauglicher ist. Ja. Aber wenn dann der Komfort leidet, dann einfach. Also wenn wir sagen, auf Biegen und Brechen, wir machen es runter und dann am besten kein Frohliteller-System oder eine andere Matratze oder einfach überhaupt gar keinen Platz oder dass es wirklich sehr knapp passt, dass du auch keine Decke mehr hinlegen kannst, dann ist das eigentlich die bessere Wahl. Also die Entscheidung dann zu sagen, okay, wir sind höher, dann ist es für mich, ich finde, das ist die bessere Wahl. Dann ist der Komfort. Ja, vor allem, man muss ja überlegen, wie oft fährt man wirklich tatsächlich mit so einem Auto in die Tiefgarage? Ja. Ich finde ja jetzt, dass wir die vier Räder raufkriegen, ne? Mit 60 Kilo insgesamt. Da kann ja jedes Rad rein rechnerisch 15 Kilo wiegen. Ne? Ja, theoretisch, ja. Rein theoretisch, so. Ich meine, viele haben ja schon auch geschrieben, gestern ist ja alles veröffentlicht worden, mit den die ganzen Posts kamen raus und die Reaktionen, die also eigentlich fast durch die Bank positiv, aber es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, so, der ist jetzt so klein, für die Familie reicht das nicht mehr. Ne? Mhm. Irgendwie, da muss man mal gucken. Aber jetzt haben wir halt vier Träger für die ganze Familie hier. Ne? Ja gut, ich also, mit kleinen Kindern, denke ich mal, ist das von der Größe her doch noch, denke ich mal, machbar, auf jeden Fall. Also ja, mit vier Erwachsenen sowieso nicht. Das naja, ist schon aber klar, mit vier ne? Kindern kannst du trotzdem, also ja. mit vier kleineren Kindern, also wir haben jetzt erwachsene Kinder, was heißt Erwachsene, 17 und 15 sind die, die würden jetzt, also die fahren selber mit unserem Hochdachnagel nicht mehr mit. Ja. Da haben sie auch keine Lust mehr. Ne? Ja, klar. Aber trotzdem mit kleinen Kindern sehe ich da immer noch kein Problem. Ja. Und ich finde, man hat ja immer auch die Möglichkeit, eine Anhängerkupplung dran zu machen. Mhm. Und das ist ja wirklich sowieso irgendwie so, dass du ja eben beim Aufstelldach Nugget viele Sachen ja nach außen hin verlagerst. Ne? Beim Hochdach mit dem Plus kannst du viele, das haben wir ja gemacht, dass du viele Sachen in den Nugget verstauen kannst. Und die geht leicht. Sehr leicht. Sehr leicht. Genau. Und hier wird es dann eher so sein, dass, wie viele es auch machen mit dem Aufstell-Nugget, dass die hier mit der Anhängerkupplung ja. sich hier noch eine Kiste drauf machen. Aber dann hast du hier eine große Alubox, wo du alles drin hast. Genau, und dann klappst also. Du den Fahrradträger runter und dann hast du also auf jeden Fall alles genau. ja, parat. Ich weiß nicht, naja, der wird gehen. Genau.
Das, oh, der ist sehr hoch. Genau, ja. Das ist mir wirklich tatsächlich aufgefallen. Riesig. Der ist schon wirklich hoch. Also man muss... Wissen wir eigentlich, ob das ein Westfalia-Produkt ist oder ist das ein Fiamma-Produkt? Nee, oder? Das ist hier ein... habe ich ein Foto von, das ist aus Polen kommt das. Ah, okay, alles klar. Genau, müssen wir mal ja, gucken. Ja, genau. Aber das Ding ist, also per se wirst du für die Aufladung wahrscheinlich irgendwie einen Tritt benötigen oder irgendwas. Ja, ja, oder ja. Du hast wirklich gute Muskelkraft. Also wenn man jetzt sagt, okay, man lädt vorne halt vielleicht die großen Fahrräder von den Eltern oder was auch vorne hier rein und arbeitet sich dann kleiner vor, dann musst du eh per se irgendwie eine Erhöhung haben. Also oder ein E-Bike packst du hier selber nicht drauf? Nee. Also E-Bike immer auf der Anhängerkupplung. Ja, genau. Genau. Wirklich, ne? Ja. Also wenn du hier normale Sporträder hast oder so oder die viel kleineren Fahrräder, ja, ja, hast du ja. Hier wirklich... Also die Möglichkeit ist jetzt einfach da. Ne? Das finde ich halt sehr gut. Ja. Also der Nick hat vorhin gesagt, dass der Basiswagen also deutlich weiter sich oben verjüngt als das vorherige Modell. Ja, ein bisschen sieht man deswegen das hier, hast du halt oder hier, die Schräge genau. Hier, genau das ist es hier. Ne? Deswegen hast du halt oben ein bisschen weniger Platz im Dach. Genau, weil unten sieht er ja wirklich breit aus. Ne? Genau, ja. Tatsächlich. Sind wir noch auf Sendung? Ja. Weil ich würde nämlich trotzdem noch einmal das hier hervorheben. Da haben auch schon welche geschrieben, oh, das will ich auch an meinem Nugget haben. Und das wird es bestimmt irgendwann von irgendwelchen Subhändlern oder was auch immer Nacht zu bestellen sein, denke ich mir irgendwie. Weil das sieht ist, schick aus, das ja. Sieht wirklich sehr gut aus. Aber wir bräuchten dann aber das Nugget Plus, bitte, ne? Genau, du kannst ja so ein Plus dran machen. Ne? Kleines. Oder so ein Plus. So ein Plus, ja, so ein Bing. Ja, genau. Also das habe ich, ich habe mal ein bisschen drauf geachtet bei der Autobahnfahrt hierher, dass Puma, Tourneo, hier Quatsch, wie hieß das? Focus, Kuga, die haben alle diesen gleichen Schriftzug hier. Also das ist also sozusagen aufgenommen. Ja, das machen ja alle Hersteller. VW macht das jetzt mit ihren Fahrzeugen, da steht überall drauf. Ich glaube, das ist im Moment so ein Designelement, was alle Hersteller aufgenommen haben. Ne? Ja, finde ich, find ich gut, finde ich gut. Wir hüpfen jetzt vom Weißen mal kurz in den roten Nugget und wir schauen uns mal das tolle neue Cockpit an. Ah, sehr schön. Oha. Also, du hast ja schon gesagt, dass das wirklich sehr gemütlich ist. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Sehr bequem. Sehr bequem. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich denn die Rückenlehne verstellen kann. Und das geht. Ah, das geht hier tatsächlich. Also du kannst ihn wirklich unglaublich weit nach vorne. Ja. Und du kannst ihn sehr weit, wirklich sehr, sehr weit auch nach hinten machen. Guck mal, wie weit du nach vorne gehen kannst. Ja, guck mal, so weit geht es nach vorne. Wärst du jetzt 1,50 groß, wäre es für dich ideal. Und jetzt mach mal ganz nach hinten. Ja, da steht der Tisch im Weg jetzt. Ja, okay, da ist jetzt der Tisch vielleicht im Weg. Aber du kannst es halt noch weiter nach hinten machen. Also du kannst es unglaublich weit nach hinten machen. Wir schauen uns mal gerade an. Für Leute, die auch 2,10 Meter lang sind oder irgend sowas. Guck mal, da geht die Abdeckung ab. Alles kaputt gemacht. Ist noch ein Prototyp, ne? Ja, ja, ja. Und die Kopffreiheit fand ich auch enorm, wenn wir noch mal sehen dürfen. Jetzt selbst mit Mütze auf, funktioniert das, ne? Mütze auf, wie lang bist du, Stevo? Du bist ja auch 1,87 Meter. Guck mal, 1,87 Meter. Ich bin aber kein Sitzriese, sondern eher so ein... Aber trotzdem mehr als eine Handbreite, also ja, Platz da oben. Ich krieg meine ganze Faust oben drauf. Zwei Faust. Ja, sogar mehr als eine Faust. Das ist wirklich jetzt bei dem neuen Basismodell und mit den neuen Sitzen tatsächlich... Ja. Absolut genial. Also was mir gleich auffällt, ist das Lenkrad. Das ist ja jetzt nicht mehr rund, das ist jetzt so ein bisschen eckig. Kann man sich sicherlich dran gewöhnen. Ich fand das ich hatte mal als Firmenfahrzeug mal einen VW, der hatte auch so ein abgeflachtes Lenkrad unten. Das hat natürlich den Vorteil, dass man hier ein bisschen mehr Kniefreiheit hat. Genau, aber man hat bei manchen Vorvideos gesehen, dass das abklappbar ist, aber es wird halt wahrscheinlich bei der Nugget, wahrscheinlich aber bei der Nugget-Variante wird es das erstmal nicht geben. Ja, das wird so sein. Ne? Braucht man ja auch nicht, weil wir haben einen Tisch. Genau, dann hat man natürlich das neue Digital-Display. Wir haben also hier jetzt die Tachometer-Einheit. Das ist natürlich dadurch, dass der Wagen jetzt im Stromsparmodus ist, natürlich nicht eingeschaltet. Und wir haben hier das große Bediendisplay für die Entertainment-Einheit. Schade, das auch nicht angezeigt. Ja. Also was wir haben, ist hier halt ein Fach, wie es halt kennen. Und rechts haben wir aber ein geschlossenes Fach. Genau. So, der Timo ist mal auf die andere Seite gekommen. Also hier kann man jetzt wunderbar dieses große 14 Zoll oder 13 Zoll Entertainment-Display sehen. Das sieht sehr schick aus. Ich habe es teilweise eben schon in einem anderen Fahrzeug auch mal in Natura gesehen mit eingeschaltetem Display. Wir haben hier im Prinzip Bedienelemente noch in richtiger Knopfausführung. Wir haben ganz cool den Schalthebel hier für den Automatikwagen, haben wir hier jetzt im Lenkstock drin. Das finde ich total klasse. Das heißt, wir haben also hier Schalten auf rückwärts, neutral, D-Betrieb
oder auch auf manuell und haben natürlich hier den Vorteil, dass wir hier keinerlei Behinderung mehr haben. Das heißt, wir können hier durchlaufen ohne Schwierigkeiten. Genau, das ist nämlich die... Die Parkbremse ist jetzt hier. Das heißt, das ist die Handbremse, elektrisch ausgeführt. Genau. Absolut klasse. Das ist mir halt auch wirklich aufgefallen, dass wir haben einen durchgehenden Teppich. Ja. Kein Flickwerk mehr, keine einzelnen Sachen. Der Durchgang hier ist wirklich enorm groß. Sowieso hier im Cockpit die Freiheit, die Beinfreiheit. Also das ist echt... Ja, genau. Genau, wir haben ein Handschuhfach. Ist nicht ganz so groß. Wir haben hier oben noch ein Fach. Ist auch nicht so riesig, obwohl doch, es geht ziemlich weit hinten rein sogar. Guck mal, da kannst du... Achso, da kannst du Akten und also was kannst du hier rein. Kannst du da ordentlich was hier auch stauen, ne? Genau. Genau. Gut, da kriegt man ein bisschen was rein und hier auf der Fahrerseite haben wir halt ein offenes Fach. Genau. Die Getränkeflaschenhalter. Wir haben ja einfach noch den Kaffeebecher, der ist hier geblieben. Dann ist der hier weggefallen. Ja, der ist weggefallen. Der ist wir haben halt hier diesen Klapp. Ne? Den hatten wir auch sowieso auch schon gehabt, aber der ist jetzt weggefallen. Wir haben hier noch diesen Klapp-Getränkehalter. USB-C auch. USB-C, USB-A, dann hier nochmal ein 12-Volt-Anschluss. Und hier unten drunter ist tatsächlich auch noch mal ein kleines Fach, da könnte man vielleicht ein Handy reinlegen. Ist das vielleicht die induktive Ladefläche? Ah, das könnte durchaus sein. Es gibt aber eine induktive Ladefläche hinten im Wohnaufbau. Das habe ich schon gesehen. Das kann man vielleicht mal anschauen. Das ist die Westfalia und das ist hier dann die vom Basisauto. Ne? Also vom Komfort her, denke ich immer, ist das hier wirklich toll. Also es fühlt sich gut an. Die Sitze sind sehr gemütlich, könnten in meinen Augen ein bisschen mehr Schenkelauflage haben oben. Genau, da hatte ich auch noch mal gedacht, ob man noch mal fragen kann. Die werden wahrscheinlich nicht nach vorne weiter zu ziehen sein, oder? Genau. Von der Bedienung her, das ist zum Drehen. Ich habe aber gesehen, dass es in der Preisliste die Möglichkeit gibt, 4 verschiedene Sitzpakete zu ordern. Ach so, ja. Genau, es gibt nämlich 2 Sitzpakete, wo dieser Aktion gesunder Rückensitz mit dabei ist, also der AGR-Sitz. Der hat ein Zertifikat bekommen, der ist also, denke ich, immer ein bisschen besser noch als wahrscheinlich diese hier. Aber im Großen und Ganzen, du hast ja auch schon gesagt, als du das Fahrzeug bei der Filmaufnahme wahnsinnig bequem gesessen hast, ist wirklich super bequem. Also hier kann man sehr, sehr gut sitzen. Hervorragend. Und die Beinfreiheit, also das ist wirklich also für kleine, große Leute, für alle tatsächlich phänomenal. Du bist auf Sendung, ja, mal wieder. Genau, weil ich bin jetzt im Nugget drin. Auf der Rücksitzbank und es gab eine Frage, ich glaube, in der Facebook-Gruppe. Und zwar, ob die Sitze zu drehen sind, wenn die Tür geschlossen ist. Und wir haben das mal gerade schon mal so vorbereitet. Der ist halt einfach nach vorne gemacht, der Sitz. Und wir drehen den Sitz. So, was wir festgestellt haben, mal die Armlehne, die muss halt einfach so unten sein. Ja. Guck mal, die geht unter das Lenkrad. Das ist wirklich sehr gut. Der Vorteil, dass das Lenkrad ein bisschen abgeflacht ist vielleicht, ne? Ja, genau. Ja. Also das tatsächlich ja, bei unseren ist das hakelig, ne? Das stört hier. Also das ist also keine Berührungspunkte. Ich habe es einigermaßen nach vorne gemacht, den Sitz. Genau. Ich muss aber auch noch dazu sagen, dass wir das Lenkrad jetzt ganz reingefahren haben. Ne? Das ist also jetzt nicht in der Fahrstellung, wie ich das gerade hatte, genau, als ich da aber auf dem dann müsstest du es einfach ganz nach vorne machen, dann geht das wahrscheinlich auch, ne? Genau. Aber das funktioniert zumindest, ja. Ja. Und das geht auch auf dem Beifahrersitz genauso. Das heißt, den kann man auch drehen, wenn die Tür geschlossen ist. Genau, es ist tatsächlich wirklich sehr gut bedienbar. Ja. Tatsächlich. Und Sitzprobe, gib mal her in die Kamera, mal gucken, ob Steo da reinpasst. Timo hat die Kamera falsch gehalten. Ja, siehst du, deswegen bin ich kein YouTuber, weil ich keine Ahnung habe. Also wir sitzen jetzt beide auf der Sitzbank und wir haben ja im Big Nugget schon mal getestet, dass was damals nebeneinander sitzen recht schwierig war. Aber jetzt klappt das echt gut. Also es ist ja weiterhin eine Dreiersitzbank. Ne? Ja, 5 cm schmaler geworden. Ja, okay. Also ungefähr 5 cm schmaler geworden, aber es ist trotzdem, guck mal, es ist, warte mal, also, wenn wir uns hier so, genau, so jetzt haben wir uns. Ne? Das ist wirklich immer noch angenehm. Zum Kuscheln ist es auf jeden Fall gut für Pärchen, ne? Hervorragend. Also ich sag mal, 3 kleine Kinder, aber 3 Erwachsene jetzt. Das wird schwer, ja. Das glaube ich, das sehe ich nicht. Was mir gerade auffällt ist, es gibt keine Armlehne mehr hier an der Seite. Ja, die ist weggefallen, sonst der Durchgang zu eng geworden wäre. Ja. Ne? Ja. Tatsächlich. Ja, von manchen gehört, die eh abgebaut haben, aber ich fand sie eigentlich immer ganz praktisch. Ich finde sie auch schön. So als Seitenfänger sozusagen. Ja, erstmal so vor allem, wenn ich dann mal auf der Sitzbank alleine sitze, mit dem Rücken zur Seitenwand gelehnt und mal die Füße über die Armlehne drüber lege. Das ist auch ganz, ganz nett. So als Fußablage. So. Ja, das nutze ich auch ganz gerne. Also, gut, also fühlt sich auf jeden Fall schön an. Der Stoff ist fest. Also das Sitzpolster selber ist schön fest. Also es ist, glaube ich, ganz gut. Also ich finde, die Sitzgruppe per se ist eigentlich gleich geblieben wie zum
Vorgänger sozusagen. Ja. Aber was wir hier tatsächlich gewonnen haben, ist einmal wirklich bequeme Sitze. Also die Rücksitzbank, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich bequemer geworden ist, aber ich habe den Eindruck, der Winkel ist noch ein bisschen angenehmer. Ja. Und die Sitze, warte mal, wenn ich, muss ich jetzt so umdrehen? Oder Stebo, übernimm du doch mal, du kannst das doch so gut. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht nochmal den Sitz hier einfach sieht in der Kontur. Also wir haben hier, sieht man das, irgendwie eine bessere Seitenführung. Die Sitze sind, scheint mir irgendwie nicht unbedingt tiefer, aber doch ein bisschen sportlicher genäht. Hast du auch hier an den Oberschenkeln sozusagen ein bisschen, genau, mehr Führung hier drin? Ja. Genau, du hast mehr Führung hier drin. Ja, wir haben ja die Agouti-Sitze in unseren Nuggets noch. Wir haben ja nicht die Ford-Sitze. Ja. Da ist ja der Seitenhalt ja sowieso ein bisschen anders gewesen. Ja. Also rudimentär, sage ich mal nur. Also von daher, der ist schon deutlich bequemer auf jeden Fall als der Agouti-Sitz. Genau, also ich finde von der Sitzschale jetzt die Seitenführung, ja, auch hier im Rückenbereich, dass man viel besser halt einfach in dem Sitz, so, also man fühlt sich so ein bisschen nicht reingesaugt, aber das ist so ein Willkommen irgendwie, so zack und sitzt hier gemütlich drin. Und die Kopffreiheit. Ja, richtig. Erstaunlich. Das ist ja von vielen bemerkt worden, dass es ja im Prinzip eine tolle Verbesserung ist, ne? Aber tatsächlich ist es halt so, dass hier das an der Seite, blickdicht, ne? Genau, also wenn man jetzt irgendwo steht, wo das Licht an der Seite kommt, blickdicht, also ich kann jetzt hier genau durchgucken. Die Frage ist natürlich, wie schnell das irgendwie verhakt, wenn man das irgendwie schief anfasst oder schief anguckt. Das ist, Bedienung ist, ne? Das hier. So, ja. Das wird also das eigentlich gedacht, nur noch, man sollte es möglichst mittig aber nach oben ziehen. Guck mal, hier sind die Laschen, ne? Ja. Dann bedienst du das so und dann hängst du es so ein. Okay, alles klar. Für mich von der Logik her wäre noch irgendwie was gewesen, was hier das Ding dann so machen würde. Ja, ist halt ein bisschen zweischneidig. Also ich finde es von der Bedienung her, ist es wirklich toll. Manche haben ja noch gesagt, irgendwie, wie ist die Langlebigkeit oder irgend sowas. Ne? Kann das irgendwie durchnudeln irgendwie mit der Zeit? Oder, aber das macht eigentlich einen ziemlich stabilen und unkaputtbaren Eindruck. Naja, man weiß nie. Ne? Also hast du kleine Kinder dabei, die gerne damit rumspielen? Es geht alles kaputt. Ja. Aber das ist eigentlich, das Ding ist halt, ja, du kannst halt mal eben schnell, vor allem, weil das ja im ganzen Fahrgastraum ist, kannst du mal eben schnell überall alles dicht machen. Also das ist schon blickdicht, das Ganze. Der Stoff selber ist auch blickdicht. Absolut, da kann man nicht durchgucken. Also ich schätze mal, wenn man hier Festbeleuchtung anhat und draußen guckt einer rein, das ist blickdicht. Da kann keiner was sehen. Also wir haben auf jeden Fall im vorderen Bereich, im Fahrerhaus haben wir das nicht. Da gibt es also keine Plissés. Da soll aber noch kommen, soll aber noch kommen, ja, tatsächlich. Okay. Als Zubehörteil, ja. Okay. Ich denke mal, das ist bekannt, ein bisschen anders. Und jetzt können wir noch mal gucken. Ich habe ja die Frage gestellt, wo der Regenschirm denn jetzt hinkommt, weil hier, normalerweise war hier der Regenschirm, ja, da aber Seite, da ja, war das ja immer so, dass der Knauf von dem Regenschirm hat ja, hätte jetzt hier das Bedienpanel halt gestört. Ne? Das ist ja hier so gearbeitet, also kein Regenschirm. Wo könnte er denn hinkommen? Wo ist er versteckt? Ich löse das mal auf. Ne? Also machst du hier auf und dann hast du jetzt hier ein neues Fach. Ich weiß nicht, ob er jetzt drin ist, aber nein, ist Prototypen, ich habe schon geguckt. Da wird wahrscheinlich da mal Auslieferung, gibt es so einen kleinen Regenschirm. Wie so ein Knirps zum Ausziehen. Genau, ne? genau so. Ja. Der ist halt da drin. Ja. Aufgelöst. Aber ich glaube, das war der Andreas Knechtges. Knechtges. Ne? Genau, der hatte das schon vermutet oder hat die richtige Lösung gemacht. Genau. So, Timo, das Raumgefühl jetzt bei runtergeklapptem Bett. Ja, genau. Wir haben ja so ein paar Fragen schon jetzt bekommen, also ein bisschen Feedback und das arbeiten wir so ein bisschen ab. Und zwar war eine Frage, wie das Raumgefühl halt hier jetzt vorne ist, auch in Bezug auf der Höhe von dem Bett. Stebo hat gerade einen Laser nachgemessen, es sind tatsächlich 1,33 Meter. Ich bin der Meinung, manche haben gesagt, dass beim Alten ist es 1,40 Meter, also wir haben 7 Zentimeter weniger anscheinend, aber es ist so, es ist immer noch ein gutes Raumgefühl hier. Ja. Tatsächlich, also wie viel Platz habe ich hier? Ja, du hast viel Platz, zwei Fäuste. Zwei Fäuste. Ne? Genau, du sitzt aber nicht ganz gerade. Ich nehme mich also da, aber wenn ich jetzt, ich bin 1,80 Meter, Sitzriese weiß ich nicht, aber es ist jetzt okay. Wenn jetzt, sagen wir mal, du bist 1,90 Meter bis 2 Meter, du sitzt gerade, aber wer sitzt denn gerade, dann könnte es sein, dass man hier drankommt. Genau, aber man sitzt hier eigentlich eher so bequem. Ein bisschen rumlümmeln. Ne? Ein bisschen rumlümmeln, so, und dann ist das, denke ich mal, schon machbar. Genau. Was mir aber noch jetzt erstmal noch einmal noch auffällt, ist, dass der Look hier vorne trotzdem ein bisschen cleaner ist. Die Leuchten haben jetzt alle die gleiche Wärme. Ja. Also alle Leuchten, die verbaut sind, haben tatsächlich das gleiche Lichtverhältnis, was man ja auch einstellen kann. Man kann es sich ja auch rosa machen. Das ist ja jetzt auch bei der letzten Edition, bei der Limited Edition auch möglich.
Das ist alles möglich. Rosa, blau, grün, alles ist möglich. Korrekt. Und das Schöne ist halt, das Lichtband auf der Fahrerseite ist durchgehend. Von, wirklich, ja, von hier vorne bis nach hinten, genau, zur Küche. Das ist aber komplett. Ja, das ist echt schon ziemlich klasse. Hier ist auch nochmal USB-C. Ja, zweimal, richtig. Ne? Finde ich sehr schön, auf jeden, genau, Fall. Da, also Anschlusspunkte für Handys oder was auch immer, ist hier gegeben, Menge, ne? Wirklich überall. Ne? Wir haben, ja, bei den Schwanenhalsleuchten, die ja jetzt im Dach drin sind, und hier, da gibt es auch noch zwei Basen. Also da ist echt viel passiert. Genau, und die Führungsschiene, das ist wohl eine Führungsschiene, wie sie auch normal bei normalen Multivans halt verbaut wird. Für die Einzelsitze. Genau, sozusagen, ich gucke da, ne, gerade rein. Manche haben ja gesagt, oh, wie ist das mit Staub und all sowas? Kann man sagen, ja. Da kann wird, man. Da wird was reinfallen. Da können da auch durchaus mal einen Kugelschreiber oder mal ein. Also man kann es hier sehen, es ist wirklich eine sehr große Fläche. Ja. Also wenn man hier einmal durchfickt oder so, da wird sich viel, viel ansammeln. Ja, man kann vor allen Dingen hier auch mit dem Finger ziemlich weit reingreifen. Also genau. Da ist, Es ist aber unten hin geschlossen, also die Fläche, ja, ist plan. Also man kann sich schon mal darauf einstellen, dass man sich einen geeigneten Staubsauger, Handstaubsauger oder irgend sowas holt. Mit einer flachen Düse. Aber das Ding ist, man, ja, kommt halt rein. Ja, also genau, bei den alten, genau, ist es ja so, das war ja so schmal, jetzt die Schiene, dass du da mit dem Sauger ja gar nicht reingekommen, mhm, bist. Und hier ist es so, du hast hier so einen, ja, so einen dicken Wurstfinger hier. Das gibt Staubsauger, die halt solche Aufsätze haben oder kleine Handstaubsauger, kommt die kommen hier, ja, rein. Ja. Also das ist dann auch ein Vorteil. Also das ist wirklich, also ja, Staub und Sand und Dreck und all sowas kommt hier rein, keine Frage, aber man kann es wieder raussaugen. Mhm. Also ich sitze hier ganz gemütlich. Wir wollen jetzt mal einmal zeigen, jetzt, ja, könnte ja die Sorge bestehen, dass man jetzt nicht mehr so richtig gut durchkommt hier, aber jetzt müssen wir sehen, okay, wir haben ein bisschen, ja, weniger, genau, Zentimeter gefühlt, aber ich komme gut durch. Und zwar hat das, diese neue Funktion macht den Unterschied. Genau, das Bett geht ja weiter nach hinten. Aufstellbares Kopfteil. Aufstellbares Kopfteil. Ich habe ungefähr 40 Grad Winkel, ja, das kommt auch ungefähr hin. Also es ist so, die Durchgangsfläche hier, die ist breiter. Also irgendwie kommst du hier besser durch. Ne? Ja. Aber da es ja tiefer ist als beim alten, musst du schon ein bisschen dich mehr bücken. Also du gehst hier tatsächlich mehr gebückt durch, hast hier aber mehr Platz, komischerweise. Hast mehr Platz und kommst durch diese Neigung. Kommst du ganz gut durch, ja, gut durch. Also es ist. Klappt das mal runter, das Ding bitte? Genau, da muss man hier an den beiden Nupsis dran ziehen. Guck mal, das geht sogar noch. So, so. Ja, das geht sogar noch einen Ticken höher hier. Dann haben wir so die 40 Grad. Und wenn man hier an den Nupsis zieht, nach oben, dann kann man es nach unten machen. Und dann muss man die auch wieder nach vorne machen. Dann muss man die ein bisschen drehen dabei. Und dann müssen wieder zu sein, sonst kriegt man das Bett nämlich nicht mehr, ah, okay, hoch. Ja gut, und jetzt hat man halt, kann man halt ganz klar sehen, dass das Bett natürlich deutlich weiter über die Küche reicht als im alten Nugget mit, ja, Aufstelldach. Das, geht, das schließt im Prinzip, ja, genau, ab mit dem, ja, genau, eigentlich ziemlich genau schließt das hier, ja, ab mit dem. Ne? Und dann hättest du keine Chance zu kochen. Ja. Also das ist eine Lösung, die muss ja einfach sein, sage ich einfach mal. Ne? Also auf beiden Seiten haben wir diese, hast du drauf? Ja, so, ja, Beine. So hier, und dann kann man an das so hochziehen, dann haben wir verschiedene Punkte. Vorletzter, letzter. Okay. So. Wenn ich mir oben das Dach anschaue, dann sehe ich da auch wieder eine Halterung für die Absturzsicherung. Für das Gitter. Genau, das ist jetzt, ja, hier nicht mit dabei. Genau. Was auch neu ist, sind die Schwanenhalslampen. Die sind jetzt nicht mehr auf dem Schrank im Aufstelldach befestigt, hier auf der Bettablage, sondern oben direkt am Bett. Genau. Also es hat ja nie Sinn gemacht, dass die da, ja, oben waren, ehrlich. Sind da, ich komme mal eben mit rein. Ich Achtung. Mach dir auch ein bisschen Platz hier, Steo. Ist ja nicht wie im Plus. Also zu, ja, so, zur zweite drin ist schon, guck mal, ja, schon spaßig, ne? Das ist schon. Was ich mich jetzt frage, ist, ob in den Lampen auch USB-Dinger drin. Wir können uns hier, ja, USB hast du hier, genau, an der Seite. Genau, an beiden Seiten, ja, die USB. Korrekt. So, und vielleicht könnt ihr sehen, da hinten am Bug sozusagen, ganz vorne, das versuche ich euch ein bisschen näher anzuzoomen. Ich mache nachher nochmal ein Foto davon. Da ist die Dachdurchführung für das Solarpanel. Ah, ja. No? Kann ich mir auch vorstellen, vorne das links ist jetzt prototypmäßig, das, ja, wird noch ein bisschen abgedeckt werden. Ja, ja, richtig, richtig. Lass uns das Bett doch mal eben hochklappen. Wollen wir das hin? Ja, ja, ich denke. Und zwar ist das hintere Teil, also das Kopfteil im Prinzip hier, das hier ist kürzer, ja, und das ist länger.
Und dafür habe ich hier bis weiter nach hinten mehr Kopffreiheit. Mehr Stehfreiheit. Mehr Stehfreiheit. Mhm. Ne? Bei dem alten ist es, glaube ich, hier ungefähr. Geht dann weiter nach hinten oder sowas, aber so hier hast du halt mehr Stehfreiheit. Stevo misst jetzt nochmal die Stehhöhe bei aufgestelltem Dach. So, da sind wir ungefähr, ne? Und da, wir können ja mal gucken, was er da macht. So, da haben wir jetzt 2,44 Meter, also 4 cm weniger als beim alten Aufstelldach. Dann können wir mal gucken, welche Stehhöhe wir hier haben, wenn wir jetzt genau vom Boden bis ungefähr da. Ja. Ja, vielleicht noch einen Ticken weiter. Ja. Also hier hat man jetzt 1,83 Meter. Ja. Ja. Genau, am Ende wird es dann wahrscheinlich 1,80 Meter sein. Ist auf jeden Fall eine gute Höhe, um da halt letztendlich auch wirklich gut stehen zu können. Also es klappt wirklich besser weg. Ja, das ist richtig. Ja. Wir waren ja gerade eben beim Roten. Da sind wir nicht mehr angekommen. Da sind wir hier angekommen. Jetzt habe ich gesehen, hier ist frei. So, wir wollen jetzt einmal das Bett machen. Ich habe es noch nie gemacht. Also ich habe es ja nur nach vorne geschoben. Genau, lass uns einmal kurz schauen. Also der Griff zum Bewegen der Sitzbank ist jetzt genau hier unten vorne. Einmal ziehen zum Loslösen. Nochmal. So, guck mal, ja, hier so. Also mit dem Daumen. Genau, man muss den Daumen als Gegengewicht nehmen. Also kriegst du nicht so. Warte mal, aber wenn er arretiert ist. Arretiert. Okay, nee, doch geht. Auch so. Nach oben. Nach vorne. Wirklich mit, theoretisch mit einem Finger bewegbar. Ja, das können wir nochmal machen. So, zwei Finger. Zwei Finger. Zwei Finger. Ja. Oh, so. Sehr gut, sehr gut. Ein Finger. Ja, geht auch. Geht auch. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Hier am Rausholen. Kopfteil. Ja. Ist jetzt nicht ganz in. Warte mal, muss ich mit der Rücksitzbank ein Ticken weiter nach hinten? Ja. Ja, ne? Genau, jetzt ist er gerade. Also man kann ihn weiter nach vorne machen, als dass er dann. So, jetzt müssen wir. Das ist ein. Der Hebel hier ist kleiner geworden, der fässt sich viel besser an. Okay. Besseres Plastik. Achtung, ist gut, dass das Bett klappt. Nee. Nee, du musst weiter nach vorne schieben. Aber jetzt ist er richtig eigentlich. Also das Ding ist richtig. Da müssen wir noch mal gucken. Also, ja, machen sie. So, jetzt sind wir richtig. Aber jetzt bin ich da nicht mehr. Was jetzt neu ist, wenn man hier relativ wenig Schulterfreiheit hat. Okay. Prototyp, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Tatsächlich, weil, also eben wäre es richtig gewesen. Genau, Spalt ist zu groß. Das gucken wir gleich noch mal beim Roten. Und bei dem Grauen geht es nicht, weil da ist der Tisch fest. Ja. Wir können das bei dem Roten auch gleich noch mal testen. Ja, das ist unbefriedigend gerade, aber Prototyp immer, muss man sagen. Genau, Liegefläche laut technischen Daten 1,20 m mal 1,90 m. 5 cm weniger. Weniger breit, ja. Aber ansonsten hat sich da nicht viel geändert. Also ich finde das okay. Schauen wir noch mal. Guck mal, hier ist eine Aussparung drin, da kann ich jetzt nicht genau sagen. Licht haben wir jetzt hier nicht, das ist auch geschraubt. Hier sind aber Aussparungen, wo ich jetzt aktuell noch nicht sagen kann. Ich glaube, hier ist noch nicht der finale der Wassertank drin. Also das ist noch hier irgendwie ein Schaumstoff, das ist nur jetzt noch nicht final. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier halt hier die Öffnung ist für den frischen Wassertank, damit man hier mal reinigen kann. Und hier vielleicht Grauwasser oder so, muss man mal gucken. Aber das ist jedenfalls noch nicht final. Der Warmwasserboiler soll ja auch oberhalb des Tanks sein. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der dann auch wie beim alten jetzt unterhalb der Küche sozusagen montiert wird, ja, weil der hat ja dann doch ein bisschen Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Ja. Muss man mal gucken. Ne? Also wir haben hier nur noch einen Sicherungsschalter. Ja. Da müssen wir gucken, wo der Rest der Elektronik ist. Ja, und jetzt haben wir noch was wir zeigen können. Das Bett haben wir wieder zurückgebaut. Genau, weil es soll jetzt ja auch die Möglichkeit geben, dass man den Sitz jetzt so rum hat. Wir haben es noch nicht ausprobiert, und dass man trotzdem das Bett bauen kann. Mhm. Und das machen wir mal. Ich bin wieder ganz nach vorne. Mal den Hebel. Und jetzt müsste ich eigentlich. Ja, das ist ja vom Bett natürlich. Ne? Passt immer noch nicht, ne? Passt nicht. Bin ich denn ganz weit nach hinten? Oder? Noch die Lehne nach vorne. Wahrscheinlich die Lehne noch weiter nach. Genau, mal gucken. Ja, geht. Okay. Also die Lehne. Das heißt, du kannst den Sitz mehr oder weniger mit als Kopfteil nehmen. Genau, du müsstest dir sozusagen so ein Kopfkissenkeil nehmen, irgendwie so, und dann kannst du so eine plane Fläche machen. Dann kann sogar einer 2,25 Meter. Man könnte rein theoretisch den Sitz hier auch noch mitdrehen. Das wäre vielleicht auch noch mal, das können wir auch mal gucken. Erstmal viel
So, das ging ja eben. Warte mal, ich mache nochmal. Ja, sanfter Druck. Also man muss es nicht doll machen. So. Ja gut, aber dann kann hier aber keiner mehr den Kopf drauflegen, ne? Nee, aber warte mal, 2014 war ja auch kurzzeitig noch angedacht, hier so ein Schaumstoffkissen dazwischen zu machen. Also, ne, wenn einem der Kühlschrank zu klein ist, hat man vielleicht hier nur eine kleine Kühlbox stehen. Oder vielleicht hat man irgendwas anderes dazwischen stehen und man kann hier einfach ein Schaumstoffteil hinmachen und könnte sich rein theoretisch irgendwie was bauen. Oder man könnte sich sogar noch so ein Querschläferbett hier bauen. Das wäre auch noch was für Kinder beispielsweise. Für Kinder, ne? Oder so. Also, ja, also ich finde es, also es geht tatsächlich. Also Beine gedreht, Platz ist hier. Ja. Also viele Möglichkeiten für den After-Sales-Market. Unbedingt. Wir haben ja genau wie in den alten Agent-Modellen hier auch noch ein bisschen Stauraum unter der Sitzbank. Genau, die Rücksitzbank hat Stauraum. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, der Hebel ist jetzt hier unten wieder, wie gehabt. Hast du drauf, so. Genau. Arretierung. Ist auch wie gehabt. Also der Mittelteil scheint so ziemlich gleich groß geblieben zu sein. Was wir jetzt hier haben an den beiden Seiten, haben wir Abdeckung, die jetzt da, wo wir sonst immer noch Möglichkeiten haben zum Verstauen, das ist jetzt abgedeckt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da die Elektronik drin ist für die Rücksitzbank, für die beheizbare. Also da haben wir jetzt weniger Stauraum. Und ich glaube, man darf wie viel Kilo jetzt? 18 Kilo oder sowas hier mit reinladen. Das ist, glaube ich, auch weniger geworden. Genau, also hier haben wir weniger Platz. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie auf ein Gewicht geachtet bei der Sitzbank. Deswegen lässt sie sich auch so schwer verschieben bei uns. So. Das stimmt. Ne? Das wäre auch nochmal zu gucken, ob das jetzt mit den Rollen, wenn du die jetzt komplett vollgepackt hast, kann man mal sagen, irgendwie 20 Pakete Orangensaft oder so, keine Ahnung, so zum Testen, ob das dann am Ende auch noch so gut zu rollen geht. So, und was wir hier natürlich cool haben, was ich sehr, sehr geil finde, ist eine beheizbare Sitzbank. Wir haben hier drei einzelne Sitzheizungen, die wir separat schalten können. Genau, in zwei Stufen. Finde ich sehr klasse. Ja. Die sind aber jetzt in der Preisliste von Westfalia bzw. von Ford noch nicht mit drin gewesen. Das heißt, wir wissen aktuell nicht, was das extra kostet, weil, wie gesagt, die Westfalia-Preise Zubehör noch nicht veröffentlicht sind. Da müssen wir einfach noch warten. Ich denke mal, die werden sicherlich nicht umsonst eingebaut werden. Ne? Ja. Gehe ich mal von aus. Aber man kann wirklich dann im Liegen, im Winter, im unteren Bett sich die Popoheizung einschalten. Finde ich super. Das finde ich sehr gut. Ne? Also man macht es, wenn das Bett geklappt ist, hat man immer auch die Möglichkeit, genau hier durch diese halt zwischenzugreifen, dass man hier sozusagen zwischengreift und dann halt diese Punkte halt noch berühren kann. Ne? Ja. Also, jetzt gucken wir uns mal den Tisch an. Ich gehe mal hier auf die Seite. So. Der Tisch sieht auch ein bisschen kleiner aus wie im alten Modell. Wir klappen den jetzt mal aus. Funktioniert aber prinzipiell genauso wie beim alten Gerät. Man muss ihn ein bisschen weiter nach oben machen, um das Bein rauszukriegen. Letztendlich gleiche Technik. Man kann ihn entsprechend verlängern. Klappe aufmachen. Das Verhältnis der einzelnen Teile hat sich ein bisschen verändert. Deswegen kann man sehen, ist er denn genauso wackelig geblieben? Er ist genauso wackelig wie vorher. Also genau. Vielleicht sogar noch ein bisschen wackeliger, würde ich mal aber schätzen. Aber von der Breite ist er ein, ich weiß nicht, die Länge ist klar, die ist ein bisschen kleiner, das sieht man. Ich kann mal gucken, ich habe mir natürlich ein paar Sachen, na komm her, bin ein bisschen vorbereitet, was ich sonst normalerweise nicht bin bei solchen Videos. Ich habe mir hier so ein paar Maße aufgeschrieben. Wir haben die Länge des Tisches ausgeklappt, im alten Nugget war 1,24 Meter, also diese gesamte Tischlängenbreite. Jetzt gucken wir mal, ob wir das messen können, ungefähr. Ja, wie weit wir jetzt hier haben. Leg mal hin, das Messgerät, dann hast du so, ne? Ja, das ist super. Danke, Timo, für den Tipp. Gerne. 1,13 Meter zu vorher 13,7 Meter, ne? 1,24 Meter. Ja, also ein bisschen kleiner ist es schon geworden, auf jeden Fall. Die Tischbreite ist 37 cm zu vorher 80. Nee, das kann nicht sein. Nee. Wie bitte? Da habe ich mich wahrscheinlich vermessen. Das muss ich dann noch mal. Das schneide ich raus. Ja, ja, ja. Gut, und wenn ich nur eine Tischplatte drauf mache, dann schauen wir mal, was da an Länge bleibt. Da bleiben knapp 57 cm bei einer Tischplatte. Das ist auch weniger, nämlich vorher waren es 62 cm. Ja. Gut, einklappen geht letztendlich auch genauso wie früher. Wir müssen den Tisch ein bisschen weiter nach oben knicken, um hier unten das Bein in die Aussparung reinzubekommen. Und dann kann man den Tisch ganz normal runterklappen.
wie gehabt. Was hier jetzt fehlt, was es vorher ja gab im alten Nugget, ist der, das zum Arretieren. Ja, was hier jetzt auch noch anders ist, ist die Fensterbreite. Ne? Das heißt also, die zweite Hälfte des Fensters ist ein bisschen kleiner als im alten Nugget. Das stimmt. Das heißt, da haben wir auch ein paar Zentimeter verloren. Die Öffnung des Seitenfensters funktioniert aber genau wie beim vorherigen Modell. Das heißt, wir haben hier nur ein Klappfenster und kein Schiebefenster mehr wie früher, was sich ja viele zurückwünschen eigentlich oder zurückgewünscht haben. Ich finde es auch schöner mit dem Schiebefenster, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, du kriegst auch einfach mehr Luft. Genau, auch man kann es nachrüsten, aber es kostet halt dann doch Geld. Und es ist dann halt ein Drittanbieterprodukt, was durchaus schwieriger sein kann. Ja, der Staubereich hier in der Seitenwand ist auch geringer. Das heißt, also wir hatten ja hier vor das relativ große Fach, wo man Sachen ablegen kann. Ja, genau. Das ist jetzt auch deutlich kleiner. Ist das, hat das einen Grund? Also ich meine, ist da irgendeine Dämmung drin oder irgendwas, warum das jetzt kleiner geworden ist? Weil rein theoretisch von den Möglichkeiten her müsste es ja eigentlich... Ja. Möglicherweise sein, mehr Platz zu schaffen. Ne? Die Frage ist halt, ob dieses Formteil, was hier eingebaut ist, ob das ein Formteil ist, was von Westfalia eingebaut wurde oder ob es von Ford original ist. Das wird von Westfalia sein. Also was mir auffällt, wenn ich das so anfasse, ist, dass der Kunststoff sehr, sehr scharfkantig ist. Das ist sicherlich auch vielleicht ein bisschen dem Prototypen geschuldet, aber wenn ich hier drüber fasse, das fühlt sich alles sehr, sehr scharfkantig an, genau wie hier. Also da könnte man sicherlich noch ein bisschen nacharbeiten, aber gut. Lass uns mal abwarten, bis die Fahrzeuge dann in der Serie auf den Markt gekommen sind. Das hier, das was ganz Neues, das gab es nämlich vorher überhaupt nicht bei Ford, beziehungsweise bei den Nuggets. Wir haben jetzt hier einen aufgedoppelten Boden. Ja. Denn hier unter dem Boden befindet sich jetzt im großen Teil die ganze Technik, die ganzen Leitungen, die ganzen Schläuche und Heizungsschläuche, wie auch immer, die vorher ja zum großen Teil unter dem Fahrzeug befestigt waren. Timo hat vorhin erzählt, die dann auch mal so mitgesandert wurden, wenn das eine Hohlraumversiegelung eingebaut wurde. Wir haben jetzt hier aber einen aufgedoppelten Boden. Das heißt, die ganze Anlage ist jetzt hier unten drunter verbaut, ist jetzt im Prinzip nicht mehr am Unterboden. Wir haben hier an der Seite da noch ein kleines Staufach. Und hier gibt es sogar da auf der Seite noch mal eine 230-Volt-Steckdose. Genau. Und bei der internationalen Variante, wo ja auch links die Schiebetür ist, ist es dann gespiegelt, halt genau das Gleiche nochmal. Ja, genau, richtig. Und das heißt, man tritt also hier auch wunderbar rein, um in das Fahrzeug reinzusteigen. Ich glaube, dass hier an der Seite ist ja noch so ein Riffelblech. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Luftansaugung für die Standheizung ist. Ach so, ja. Das würde ich mal vermuten. Ja. Weil die war ja vorher beim alten Modell vorne neben dem Beifahrersitz. Ja, füllen wir nochmal ein bisschen rein. Ja, hier ist wie üblich beim Nugget halt der entsprechende Auslass für die Standheizung. Da kann man sicherlich auch genau wie beim alten Modell dann auch diesen etwas höheren Dome mit aufbauen. Also das ist hier tatsächlich ein bisschen unter das Kunststoff drunter. Aber man kann ihn drehen, so wie vorher. Und wo der Auslass für die Luftheizung hinten ist, den schauen wir uns das auch gleich noch an. Sieht optisch schon mal echt gefälliger aus. Ne? Das ist gerade tatsächlich, hier können wir noch mal drauf achten. Der Durchgang hier, haben wir eine Metallkante drüber und so, das ist schon alles ziemlich, ziemlich gut. Ja, Timo, jetzt nach gefühlten 5 Stunden kommen wir endlich dazu. Unglaublich, was heute hier los Wahnsinn, ist. Wahnsinn, es ist irre, total Wahnsinn. Irre. Wo sind wir jetzt? Die Uhr zeigt genau 1 Uhr. Ich hoffe, es ist richtig. Ja, tatsächlich, 13 Uhr. Ja. 13 Uhr. Jetzt haben wir hier hinten schon gefilmt? Ich weiß es gar nicht. Weil nee, haben wir tatsächlich noch gar nicht gefilmt. Zwischenzeitlich von einem anderen Filmteam abgegriffen worden und sollte da noch was machen. Timo ist dort sehr begehrt. Ja, heute. Genau, jetzt schauen wir uns mal das Möbeldesign und den Aufbau hier in der Küche im Heckbereich an. Genau. Im Nugget. Also wir haben ja eigentlich schon vieles gesehen, denke ich mal. Wir können jetzt mal ein bisschen sehr ins Detail gehen. Halt ja, einfach, korrekt, ne? Korrekt. Würde ich mal machen. Also was uns gleich, also was vielen halt tatsächlich aufgefallen ist, ganz klar, wir haben halt ein ganz neues Dekor, völlig clean. Also wir haben einen einheitlichen Look. Im Prinzip ist es so, dass es optisch wirklich sehr gefällig ist. Ne? Wir haben alles gleiche Höhen hier, gleiche Höhe hier. Das ist alles sehr symmetrisch. Sehr symmetrisch, ist wirklich sehr gefällig. Ne? Was halt hier, die Tatsache ist halt, die Leiter. Also das Ding ist halt, wenn du die Leiter jetzt dran hast, ne? Du machst sie hier dran. Ich meine, vielleicht können Sie ja mal rausholen, ja genau. Die Leiter. So, Leiter kommt, Leiter dran.
Soweit so gut. Ist eigentlich ganz gut. Ja, wir haben hier aber noch so ein Band, was dafür sorgt, dass die Tür halt hier nicht gegenkommt, mhm. aber dafür halt so ein bisschen zugeht. Da hast du mhm. vorhin schon gesagt, Stevo, guck mal, das kommt hier gegen. So, jetzt haben wir den Fall. Ich war jetzt schon im Bett oder will ins Bett gehen oder was auch immer, Bett ist geklappt und ich habe die Leiter schon mal dran gemacht und jetzt will ich mir aber noch ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank rausholen. Ne? Schwierig, geht schwierig. Nicht mehr. Was haben wir früher gemacht? Wir haben Klappe aufgemacht. Ja. Was machen wir jetzt? Wir müssen runtersteigen, die Leiter wegnehmen. Leiter ab. Den Schrank zu machen. Leiter festhalten, Kühlschrank aufmachen, Getränk rausholen, zumachen. Und das alles schlaftrunken, das geht mitten in der Nacht um zwei. Und das schlaftrunken, genau, weil man ja dann nachts nochmal durst. Ja, genau. Genau, und dann macht man es halt so. Was wäre denn unsere ja. Lösung? Meine Lösung wäre, Stevo, die Leiter hier, die nehmen wir gar nicht erst mit. Die braucht man nicht. Man steigt nämlich hier drauf und hier auf die schmale Kante, das geht schon. Keine Sorge, macht euch keine Sorge, das geht. Ich glaube, die pragmatische Lösung wäre allerdings, die Tür auszubauen. Genau, und die bauen wir dann auch noch ja, aus. Genau. So, also die Tür ausgebaut, hier sind vier Schrauben, Tür ist raus. Hier muss man noch mal gucken, hier sind auch noch eine Schraube, Tür ist raus. Das ist so, also man kommt jetzt immer ran. Leiter, okay, die könnte man natürlich dran lassen, aber die ist halt weg. Wir gehen halt davon aus, das Ding ist weg. Das Ding ist weg. Wir steigen hier runter und können einfach den Kühlschrank aufmachen. Ja. So, einfache Lösung. Es ist halt auf den clean Look geachtet worden, tatsächlich. Ne? Also wir haben schöne Rundungen hier, schönes Dekor, Details. Hier, das ist schon, hat schon alles seine Richtigkeit. Stevo hat vorhin nochmal auch festgestellt, dass wir hier eine Aussparung haben. Ich weiß nicht, ob wir das schon gefilmt haben. Keine Ahnung. Könnte man theoretisch noch irgendwas unterbringen. Dann kann man auch irgendwas unterbringen. Kleines Geheimfach. Kleines Geheimfach ist hier beim Schrank nicht möglich, Kühlschrank. Ja. Und Stevo hat schon festgestellt, wie man hier die untere Klappe halt aufkriegt. Ne? Ja, lass uns erstmal den Kühlschrank machen. Wollen wir erstmal den Kühlschrank? Ja, wir machen erstmal den Kühlschrank. Na gut, dann müsst ihr halt weiter gucken. Genau. Bevor wir den Rest erzählen. Weil der Kühlschrank ist ja jetzt nicht mehr als, als ja, Klappbox sozusagen ausgeführt, sondern wir haben jetzt hier einen Schubladenkühlschrank, der leider, leider, leider auch etwas kleiner geworden ist wieder im Vergleich zum vorherigen Fahrzeug. Was aber schön ist, wir haben hier keinen Einhängekorb mehr, sondern wir haben hier Trenner, die wir genau, rausnehmen können. Die sind variabel. Die sind variabel, genau. Und von daher. Genau, Weinflasche soll gekühlt werden. Beide rausnehmen, Weinflasche hinlegen. Weinflasche kühlt. Tja. Ne? Die Technik für den Kühlschrank, also der Kompressor, der findet, so, genau. der findet jetzt sich unten. Und jetzt kommt der, genau, jetzt kommt der Kniff. Man muss also bei geöffnetem Kühlschrank in die obere Schrankkante reingreifen, kann dann den Kasten unten öffnen. Da befindet sich halt der Kompressor und da versteckt, da kommt die Gasflasche hin. 2,75 Kilo Campinggas, 907, das übliche. Ah, guck mal, hier ist noch der Hebel für den Grauwassertank, ne? Ja. Sonst von hier Seite so, genau. Ja, korrekt, genau. Nee, Frischwasser. Frischwassertank war das hier auf der Seite, genau. Frischwasser. Ja. So, jetzt aber hier. Das ist also der Gaskasten. Gummidichtung, siehst du? Genau. Genau, hier ist der Anschluss. Also Gasflasche kann man hier vorne hinstellen, genau, anschrauben, Druckminder ist drin und dann wird die wieder hingestellt. Genau, also ich finde den Platz besser. Deutlich besser. Deutlich man muss besser. Nicht mehr, wenn man auf der Fähre jetzt die Gasflasche zudrehen muss. Genau, oder wenn man mal tauschen muss, ja, oder genau. So, dann kommt man hier gleich einfach ran. Genau, ne? Ist einfacher als früher und das unter die Küche drunter herkrabbeln. Genau. Ne? Für den alltäglichen Nutzen ist es halt natürlich schwieriger, jetzt Lebensmittel zu verstauen. Ich sag mal so Spaghettis oder irgend sowas, was man halt einkauft, was normalerweise hier gut auch hinkommt. Hier hat man jetzt wenig Platz. Da muss man tatsächlich gucken, jetzt, also gerade bei dem Aufstelldach in dieser Längenvariante, wo man das alles unterbekommt. Das schauen wir uns gleich mal an, was genau, für Möglichkeiten spontan haben. Spontan kann ich mir eigentlich auch wünschen und vorstellen, dass halt bei einer Plus-Variante, dass das nicht mehr hier einfach so eine Lücke ist, sondern dass wir tatsächlich hier eine Stauraumerweiterung bekommen. Das kann man sich ja schon mal wünschen. Ja. Also das würde ich sagen, viele kaufen ja sowieso die Plus-Variante, weil einfach mehr Stauraum einfach da ist. Und wenn die ja da ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier ein Möbel hat oder irgendeine Möglichkeit hat, hier auf dieser Seite und hier, muss man gucken, wie das mit der Toilette hinkäme, dass man hier mehr Stauraum bekommt für einfach die ganzen Einkäufe, die jetzt hier einfach keinen Platz mehr haben. Ne? Ja. So, jetzt haben wir die Leiter. Wir haben die Leiter gerade benutzt gehabt. Die können wir hier wieder verstauen. Wie gehabt. Ja, das gleiche System. Zack, verstaut. Was hier eigentlich auch noch verstaut ist, also wir gucken uns den mal an. Es fehlen uns Einlegeböden. Wer ist schon mal freiwillige vor? Wer macht wieder Einlegeböden?
Wir können rein theoretisch ein, zwei, ja, doch drei. Drei Einlegeböden können hier rein, ja. Können wieder gemacht werden. Weiß ich nicht, ob optional da noch welche angeboten werden. Wir haben nämlich hier oben auch wieder die Möglichkeit, um Garderobe anzuhängen. Auch mehr Platz sozusagen. Also da kann man 4, 5 Jacken, könnte man hier auch rein theoretisch auch einhängen. Aber das ist ja eigentlich unser Kleiderschrank für die Wäsche, die wir brauchen. Korrekt. Na? Und hier sind auch die Nupsis, die Halterung für die Markisenstange. Die kommt nämlich jetzt immer hier rein. Mhm. Genau. Dann haben wir hier unten, also erstmal gesagt, vom Platz her ist okay, würde ich sagen. Dann haben wir hier unten noch ein Fach. Das sieht noch ein bisschen aus, ein bisschen wie ein Kuddelmuddel. Ist ja noch ein Prototyp. Genau, also da sieht man, dass hier noch ein paar Schläuche raushängen. Also hier wird, glaube ich, das war der Grauwassertank, der hier abgelassen wird. Ne? Genau hier siehst du nämlich schon, genau hier ist dann der Hebel, hier kommt der Hebel hin, hier kann man also das Grauwasser ablassen. Man muss dazu sagen, der Grauwassertank befindet sich jetzt nicht mehr im Fahrzeug, sondern unter dem Fahrzeug. Ja, und ne, das isoliert. Ist ganz eine wichtige Information. Ja. Und ja, ich finde, der Schrank ist entsprechend dem Nugget-Aufstelldach eigentlich so wie vorher auch. Ne? Genau. Genau. So, dann können wir nahtlos übergehen. Hast du hier gesehen, das Display? Ja. Da oben, was Neues. Das Display. Was ganz Neues. Wollen wir das einmal ausprobieren einfach? Ja. Wir haben jetzt, ich denke mal, den Zustand, der vielleicht so ist, wenn man es angeschaltet hat, auf ganz normalen Betrieb. Wir kriegen also hier das Datum und Uhrzeit angezeigt. Temperatur im Nugget 26, außerhalb des Nuggets auch 26 ja. Grad. Das ist ganz schön. Das ist sehr angenehm momentan Temperatur. Genau. Es sieht wesentlich größer aus, das Display. Ist ja schön schwarz eingefasst. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich einfach drauf drücke. Nichts. Wahrscheinlich hier mal gucken. Display off. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Aber wir wollen... Wir sehen Heating, die Heizung. Das ist jetzt eingestellt auf Englisch. Mir wurde gerade eben gesagt, es wird übersetzt auf verschiedenste Sprachen. Wir haben jetzt gerade Englisch und Deutsch. Ich habe aber gehört, es soll Französisch, Spanisch und Italienisch auch noch kommen. Wir haben nämlich gerade die Herrschaften getroffen, die dieses neue Display entwickelt haben. Ich habe deren Visitenkarten bekommen. Guck mal, ausgegangen. Da machen wir nochmal. Wahrscheinlich, weil ich... Ja, das ist aber Sprache, ist Deutsch. Ach so, ja, er hat einmal geswitcht. Genau, einmal umgeschaltet. Okay, er muss einmal, okay, alles klar. Das Ding ist, es ist jetzt ein ganz anderer Hersteller. Das alte Display hat ja viele, viele Probleme bereitet. Auch nach dem Update hat alles noch nicht ganz gut funktioniert. Es ist jetzt so, dass dieses Display ist halt komplett neu programmiert. Es ist auch mit dem CI-Bus, es ist mit der Elektronik, glaube ich, komplett verbunden, hat er gesagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und es wird halt über die Zeit weitere Updates geben. Die Updates sind jetzt immer per App über Wi-Fi übertragbar auf das Gerät. Man muss also nicht mehr zum Händler fahren, das Update irgendwo einspielen lassen. Genau, also du musst nicht mehr irgendwo das Ding abmachen, SD-Karte irgendwo reinstecken, sondern es gibt ein Update, das kriegst du angezeigt, es gibt ein Update, das über Wi-Fi wird das hier aufgespielt. Ganz, ja. Ganz easy. Das Tolle daran ist auch noch, dass wir die kennengelernt haben und dass ich deren Karte bekommen habe. Sie haben gesagt, wenn ich irgendwie Feedback bekomme, dass irgendwo irgendwas nicht funktionieren sollte. Oder wenn auch Feature-Requests sind. Ne? Also wenn Leute sagen, guck mal, hier ist ein CI-Bus, ich könnte aber noch dies und das, jenes, ich könnte mir auch noch Sachen wünschen, dass die dafür offen sind. Und die haben gesagt, wir sollen alles im Prinzip ungefiltert an Feedback den halt weitergeben. Ja, hier wunderbar jetzt zu sehen, wir haben alle ja, Luken offen sozusagen. Das heißt, hier kommt jetzt auch ordentlich was an Licht rein. Und der Timo zieht genau, jetzt mal... Schöne große Fenster. Genau, wir haben ja vorhin schon gezeigt, wie man das Bett macht, glaube ich. Hoffe ich mal einfach, und jetzt würde ich einfach das Bett einfach noch mal 1,80 Meter bin ich groß. Mhm. Ich würde sagen, ich komme gerade ran, dass ich hier die Schlaufen abmachen kann. Kleinere Personen müssen wahrscheinlich die Leiter benutzen, wo ich ja gerade empfohlen habe, die nicht mitzunehmen. So, jetzt ist es so, wenn man das Bett runter machen will, dann muss man es ein klein wenig mit ein bisschen kawuppdig mit zu sich ranziehen, damit der untere Knick halt auch mit runter geht. Also das ist... Das geht selbstständig. Also man muss es nur nach oben machen und es geht selbstständig. Und deswegen gucken wir mal. Oh, mit ein bisschen Gefühl. Das geht Schmackes, ne? So, jetzt messen wir mal die Bettbreite. Wir haben ja vorhin gesagt, dass im alten Aufstelldach-Nugget die Gasdruckdämpfer innen lagen. Und ich habe ja erzählt, dass ich die Gasdruckdämpferbreite von innen, nein, die Bettbreite innerhalb der Gasdruckdämpfer gemessen habe. Jetzt machen wir das mal nicht, sondern wir haben ja jetzt hier im Prinzip den Stoff vom Hochdach, vom Aufstelldach, und jetzt messen wir einfach mal die Breite von Stoff zu Stoff, ohne dass ich hier gegendrücke,
Und die haben wir tatsächlich 1,33 Meter. Also von Stoff zu Stoff. Das heißt, also man liegt ja effektiv auch wahrscheinlich im Sommer ein bisschen vielleicht so an dem Stoff dran, würde ich mal schätzen. Und die reine Breite von der Matratze, ich jetzt hier mal, sind tatsächlich 1,27 Meter. Ja. Tatsächlich. Ja, okay, also tatsächlich hat man ein bisschen mehr Platz, aber die 1,27 Meter ist das Bett breit. Okay, jetzt würde ich gerne mal einmal noch an die Länge messen. Timo, dann müsstest du mal kurz deine Beine da hinten wegtun. Was? So, ich versuche jetzt mal von hier aus, ist ungefähr das Ende der Matratze. Oder ich kann hier noch mal meinen Fuß hinhalten, dann hast du das Ende. Obwohl, ja, das ist schon das Ende. Ja, 2,14 Meter messe ich jetzt hier. Also wirklich von Kante der Matratze bis zum Ende des Faltenbalks. Ja, 2,10 Meter. Gut, jetzt liegt man wahrscheinlich mit den Füßen mal ganz hinten dran. Ich glaube, 2,5 Meter ist angegeben in der Bettlänge. Genau, das ist wieder die Matratzenlänge. Ja, genau. Da haben wir ja festgestellt, dass der tatsächliche Platz, den man hat, ja doch noch ein bisschen ein paar Zentimeter mehr sind. Also 2,10 Meter ist, es fühlt sich auch ein bisschen so an, dass man noch genug Platz hat. Mhm. Ne? Es ist halt nicht vergleichbar wie im Hochdachbett. Das ist ja noch mal länger. Aber das ist schon. Ja. Ich stelle jetzt mal einmal noch mal das Kopfteil hoch, mein lieber Timo. Ja, so ein bisschen. Du mal gucken, ob das funktioniert, dass du dich hier so einfach so ein bisschen hinlegst. Würde das funktionieren? Ich mich hinlegen soll? Ja, hier mit dem Kopf jetzt so anlehnen und sagen, du hast es in Liegen. Dann musst du aber die Kamera mal halten. Zum Lesen eines Buches. 1,80 Meter, wie gesagt. So, okay, hätte ich jetzt ein Kissen, dann würde ich das Kissen hier so hinmachen. Ja. Also, okay, ich bin 1,80 Meter. Wie gesagt, das geht. Wenn ich jetzt so mache, das ist sehr angenehm. Ja, cool. Stevo. Das ist, also, weißt du, wie oft ich mir, wenn ich lese, hier irgendwie die Hand dahinter mache, damit ich noch mehr, Stütze hast. Mehr Stütze habe. So. Und jetzt noch ein Kissen und das so lassen, das ist perfekt zum Lesen. Soll ich die Heckklappe zumachen? Ja. Also, nee, das ist wirklich toll. Ich kann aufgekommen ist der Timo, jetzt muss er auch runter vom Bett, ohne Leiter. Genau, weil viele haben mir jetzt ja gesagt, oh, wie kann man denn jetzt kochen, wenn hier, schau mal, ich habe meine Füße jetzt hier. Und hier ist sozusagen das Spülbecken und hier ist der Herd. Also wenn das Spülbecken jetzt zu ist. Viele haben jetzt ja die Sorge, dass sie dann hier drauf treten und das kaputt machen. Aber das Bett ist ja sowieso jetzt weit nach hinten, dass ich eigentlich mit dem Fuß hier, dann muss ich hier schon echt wirklich nach hinten gehen, um raufzukommen. Also ich komme eher hier hin. Okay. So da. Und da habe ich jetzt eine Auflagefläche, die jetzt für mich ausreichend ist. Aber trotzdem gefährlich, wenn man da vielleicht mit dem Fuß abrutschen kann und dann halt die Kante runterrutscht. Also ich finde das schon gefährlich. Muss dann nimm die Leiter mit. Ja. Sage ich mal. Ne? Also geübte Nugget-Fahrer werden das ohne können. Aber das ist tatsächlich so, du hast dann hier die Fußbreite und so. Ach, ich soll das jetzt zeigen. Perfekt, Timo. Wenn das nicht geübt ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, geht. Hast du gut gemacht. Gut, und jetzt klappen wir mal das Dach zusammen. Ich habe das ja beim Dreh vom Video zum Ford Aufstelldach Nugget Plus damals das erste Mal überhaupt gemacht. Jetzt haben wir hier eine etwas andere Konstruktion. Der Stoff, der faltet sich auch selber zusammen, letztendlich wie beim älteren Modell. Und jetzt ziehe ich einfach mal oben an der Leine und gucken wir mal, ob wir das Dach zusammenkriegen. Ja, genau. Aber durch die Querstreben und durch das Verlegen der Federn nach außen soll es ja auch wesentlich einfacher gehen. Also von wegen, das wollen wir uns mal angucken. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen nach außen schwenken, damit wir mal das Dach komplett sehen. Und dann schauen wir mal, was der Stevo doch macht. Irgendwas macht er da. Weil hinten muss er noch ein bisschen, das ist halt das, was man immer noch machen muss, hinten ein ganz klein wenig, das noch zusammenrollen. Aber an der Seite, wir sehen, er hat nichts gemacht und alles von alleine. Es ist zusammengebaut. Ja, guck mal jetzt. Das sehen wir aber hier nochmal. Ne? Ach, das machen wir nochmal. Schiebe doch einmal rein, bitte. Eieieiei. So geht das nicht. Also, immer noch ein bisschen Übung erforderlich. Das bleibt leider nicht aus. Richtig. Aber dafür habe ich gerade gesehen, tatsächlich, dass die Seite wirklich komfortabel sich komplett alleine zusammenwickelt. Das geht völlig von alleine. Ne? Man muss nur anschieben und dann. Ja, ja. Achso, das geht auch von alleine jetzt. Ne? Mhm. Einmal nur Anschubser geben und dann geht es von alleine auf. Es muss den Punkt überwinden, wo halt die Gasdruckdämpfer nach oben streben und dann wirklich einmal anschubsen und das Dach öffnet sich von selbst. Ja. Es sieht zwar so aus, als ob das ein bisschen wirr da zusammengeht, aber jetzt macht Stevo da noch ein bisschen Ordnung am Ende. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir das diesmal hinbekommen. Wie gesagt, an der Seite nichts gemacht.
Jetzt sagt er mir bestimmt, er ist fertig. Bist du fertig, Stevo? So, jetzt. Ich mache Endkontrolle und sehe nichts. Sehr gut. Beim zweiten Mal. Geschafft. Sehr gut. Aber das ist aber ganz schön warm bei 26 Grad. Ja. Okay, das war unsere wahrscheinlich doch nicht so kurze Roomtour durch den neuen Fort Nugget. Ja, gucken wir mal, was Stevo so alles zusammenschneidet. Ja, genau. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? 2 Uhr? Ja, 14 Uhr irgendwas, ne? Genau, und angefangen haben wir aber eigentlich schon. Also anfangen wollten wir um 9:30. Ja, fast schon, ne? Ja, du warst hier um 9:30 ja, ungefähr. Genau, und dann ja. wollten wir eigentlich gleich so um 10 eigentlich oder so spätestens loslegen. Ja. Ja, es ist länger geworden als geplant. Ja. Es lag einfach daran, dass hier wirklich irrsinnig viel los war auf dem Stand heute. Ist ja der Pressetag oder der Preview Day. Timo hat eben schon gesagt, es waren unglaublich viele verschiedene Pressevertreter hier von Fernsehsendern. Genau, das habe ich so noch nie erlebt. Nee, also wirklich, ne? Also schon tatsächlich ein großer Andrang gewesen. Jetzt ist es ein bisschen leerer geworden. Jetzt hat man so das Gefühl, jetzt sind so die ersten Besucher da, die auch eine Pressekarte haben und gucken sich alles an. Die Filmteams sind jetzt auch alle weg. Ja, die müssen also, das alles schneiden, damit es am Abend online geht. Genau, ne, so wie ich. Ja, ja, genau. Deswegen hat Stevo das ja auch früh gemacht. Ja, genau. Also jetzt hätten wir anfangen können, jetzt hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Chancen gehabt. Ja, ja, aber gut, aber wir haben euch die Neuigkeiten gezeigt, die den Fort Nugget auszeichnen. Wir haben auf die Unterschiede hingewiesen, die es zum alten Modell gibt. Genau, die Vor- und Nachteile sind. Vor- und Nachteile, genau. Es gibt halt sicherlich hier und da so ein paar Ecken, die diskussionsbedürftig sind oder Bedarf haben, wie auch immer. Ja, ja, auf jeden Fall. Von der Größe her. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen glaube ich, dass das Fahrzeug auf jeden Fall seine Kunden finden wird, die jetzt vielleicht von einem anderen Segment kommen oder aufsteigen aus einem Caddy, wie auch immer zum Beispiel, oder wirklich vom Zelt kommen. Für einen Umsteiger von einem Aufstelldach-Nugget, von dem alten Modell, muss man halt schauen, ob das so passt. Weil man ist ja schon eine gewisse Größe gewöhnt. Und ich habe ja immer gesagt, dass Trix und ich haben uns ja damals beim Umstieg vom großen Nugget auf dem alten Transit schon verkleinert. Und wenn man sich jetzt nochmal verkleinern würde, das würde uns wahrscheinlich nicht mehr passen. Also wenn man einen relativ neuen Nugget hat oder so, da würde so ein Upgrade nicht lohnen wirklich, weil auch zum einen wird er ja auch teurer sein. Auf ja, alle genau, Fälle. Genau. Aber wer jetzt noch keinen Nugget hat, sage ich mal, tatsächlich ist es halt wirklich so, wir haben wieder einen neuen Nugget, sage ich mal. Ja. Es hätte ja auch anders kommen können, es hätte ja auch eine andere Entscheidung geben können, von wegen, nein, wir brauchen keinen Camper mehr. Das war jetzt mal nett, dass wir 30 Jahre lang einen Nugget gehabt haben. Also die Alternative wäre gewesen, kein Nugget oder auf diesem Auto. Mhm. Eine andere Alternative wäre noch gewesen, vielleicht auf den ganz großen Transit, aber das wäre dann wahrscheinlich wieder ein komplett anderes Segment. Ja, wahrscheinlich, richtig, weil der richtig, ist ja noch größer als der Nugget, der 2003 bis 2013 gebaut wurde. Ja, genau, genau. Von daher können wir eigentlich froh sein, sage ich mal, dass die Ära Nugget weitergeschrieben wird. Tatsächlich. Und ich finde, es ist ein würdiger Nachfolger. Ja, ist kleiner. Weniger Stauraum. Also ich bin gespannt, was in den Plus-Varianten kommt. Ne? Bezüglich Lebensmitteln, also was. Genau, genau, ja. Da wünsche ich mir links vom Kühlschrank wünsche ich mir ganz viele Fächer, wo ich da alles wieder verstauen kann und so. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Ja. Aber ansonsten, Bettbreite fand ich ging. War okay, sah gut aus auf dem Video jetzt. Ja, also das mit der Kopfstütze war ja, ist wirklich ist super, toll. Ja, genau. Ja, schmaler ist es, keine Frage. Ja. Ja? Also wenn man es vergleicht, keine Frage. Aber es geht noch, dass zwei Personen da liegen können. Ja. Das geht, ja. Also genau. Und unten können auch tatsächlich zwei Leute liegen. Also jetzt Leute, die befürchten, dass man halt mit Kindern nicht mehr in den Urlaub fahren kann. Das stimmt nicht. Das glaube ich schon. Nee, das ist schon richtig. Man wird viel nach außen verlagern, hinten. Also ich habe schon gesagt, so eine große Alubox hinten auf die Anhängerkupplung drauf. Ja, und dann kriegt man wieder alles unter. Die Frage, die bleibt, ist... Was passiert mit einem Hochdach-Nugget? Die haben wir uns ja letztes Jahr schon gestellt, weil wir haben letztes Jahr schon hier an der Stelle auf dem Fortstand ja gesagt, es könnte schwierig werden, weil halt die Schadstoffemissionen immer strenger werden. Ne? Wenn mal irgendwann Euro 7 kommt, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit einem festen Hochdach. Wir haben hier eben durch die Blume eigentlich nichts gehört von den Leuten von Ford. Also es äußert sich keiner dazu, ob ein Ford Nugget mit Hochdach kommt im nächsten Jahr oder später irgendwann. Wir müssen uns einfach überraschen lassen. Ne? Ja, also ich würde es mir wirklich sehr wünschen. Ja, vielleicht ist es mit der jetzigen 6D-Temp oder was wir jetzt haben, Abgasnorm noch möglich sozusagen. Und vielleicht später dann nicht mehr oder so. Aber es wäre tatsächlich wirklich ein Highlight. Ne? Genau, also es wäre wirklich sehr schade, wenn halt das Hochdach, was so viele Vorteile hat, halt nicht mehr angeboten werden würde. Weil dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass andere dann noch mal gucken werden, ob sie woanders vielleicht. Die anderen Hersteller haben ja das gleiche Problem. Ich wollte sagen, die anderen Hersteller haben das gleiche Problem. Es gibt also in der Größe ja kaum einen anderen Hersteller, der irgendwie ein Hochdach, ein festes anbietet. Ich habe jetzt gelesen, Westfalia
hat zum Beispiel den Club Joker eingestellt. Genau, mit Hochdach, ja. Der wird nicht mehr gebaut. Das heißt also schon wieder ein Fahrzeug weniger. Das, ja, der Nugget ist eigentlich ja, das alleinige Fahrzeug, was so ein festes Hochdach bisher angeboten hat. Und jetzt halt. Naja, von Pössl, ne? Vario zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Ja, da gab es schon ein paar einige, ne? Aber da muss man echt gucken, das wird sich durch die Abgasnorm jetzt wirklich tatsächlich ändern, das Ganze. Also es darf weiter spekuliert werden. Wir lassen uns einfach überraschen, was nächstes Jahr an dieser Stelle hier passiert. Ja, absolut. Und ja, ich sag mal, vielen Dank, Timo, dass du trotz deiner vielen Aufgaben und vielen Aufträge heute hier im Filmbereich dann doch noch Zeit gefunden hast, um für uns, für die zwei Mais und fürs Nugget Forum auch so ein bisschen wenn Stevo weg ist, dann kann ich mich erstmal ausruhen. Ja, Timo legt sich jetzt hier in den Nugget rein. Wir machen die Türen zu, wir schließen ab und dann kann Timo mal eine Runde schlafen. Genau. Nein, ich glaube, wir werden jetzt was essen gehen und dann werde ich mich ins Auto begeben und vielleicht das Video heute schon schneiden. Wir werden sehen. Oh, da bin ich aber gespannt. Also in dem Sinne, macht's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.